Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder eine kleine Geschichte. Ein Autoradio, komplett mit Navigation von Navgate. Also eigentlich ist es ein Pioneer-Gerät, die Navigation ist von Navgate. Das ist das AVIC F3210BT. BT steht in dem Fall für Bluetooth. Ist vom Bekannten, er hat mir erzählt, dass komischerweise das Autoradio wunderbar spielt, die Navigation auch wunderbar funktioniert. Jetzt kommt's, wenn es draußen hell ist. Wenn es dunkel wird oder Nacht, funktioniert die Navigation angeblich nicht mehr, was sehr merkwürdig wäre. Ja, ob dem so ist, wollen wir jetzt erstmal feststellen. Dazu werden wir das Gerät mal provisorisch hier aufbauen und mal anschließen. Und dann schauen wir mal, ob wir überhaupt einen GPS-Empfang kriegen. Und wenn wir einen kriegen, ob der auch noch da ist, wenn es dunkel wird. So, und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Preis von dem Gerät übrigens steht hier noch schön drauf. 900 Euro. Ich glaube, das Gerät hat er jetzt schon 3 Jahre oder so. Davon liegt aber 2 Jahre auf dem Boden, weil es, wie gesagt, nicht mehr so funktioniert, wie es soll. Gut, dann fangen wir mal an, das ganze Ding hier auszupacken. Jo, das liebe ich ja hier so schön, weil so die Geräten immer schön viel Schadstoffe mit in der Verpackung. So soll es sein. Soll ja alles sicher verpackt sein. So, das ist eigentlich ein Radio. 1000 Mal Zubehör. Mal gucken, ob ich hier mal rauskriege. Dann können wir jetzt hier mal schön vorziehen. So. Okay, jetzt ist hier rein. So sieht das eigentliche Gerät erstmal aus, falsch rum, kommt natürlich so rum. Okay, Display. Uns fehlt ein Display. Wir müssen hier mal zur Seite rücken und sehen wir nichts mehr. Ach du meine Nase, wenn hier halt drin. Okay, also, was haben wir hier? Das ist die GPS-Antenne. Zum Aufkleben wahrscheinlich. Ach, das ist ein Magnet, okay. Das Ding klebt man irgendwo hin. Ist hier so kein 3M, sondern so was ähnliches. Und dann kannst du die Antenne hier rauf, sodass er nicht mehr wegkommt. Das ist wahrscheinlich fahrzeugspezifischer Anschluss. Und dann eben ans Radio. Spezifischer Anschluss, also jeder hat hier sein eigenes Zeug. Das ist jetzt hier in dem Falle von VW passend. Dann haben wir hier, ich würde mal sagen, ich weiß es nicht, könnte eventuell dafür sein, dass man, also eine Art Kennbus-Geschichte, die Autos heute haben ja alle Kennbus und ich denke mal, das ist dieser Adapter eventuell dafür, dass wenn man denn eine Lenkrad Bedienung hat, dass die auch weiterhin funktioniert. Bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Das ist wohl eine Phantomspeisung für die Antenne. Ja, kann man schön sehen. Also hier, das ist dieser Anschluss für die Antenne im Auto. Hier hast du den normalen Anschluss wahrscheinlich für das Radio und hier hast du eine 12 Volt Plus Leitung, also eine Phantomspeisung. Nochmal Antennengedöns. Könnte sein, ist direkt vom Pioneer, dass das was für die Navi ist. So genau weiß ich das nicht, muss ich mir in Ruhe mal durchlesen. USB-Kabel für irgendwas. USB-Kabel. Ja, wahrscheinlich hat das Gerät ja USB-Anschluss und dann kann man da wahrscheinlich irgendwas dran stecken, ein Stick mit Musik oder so. Software, irgendwas, keine Ahnung. Ein Stift, mit dem einen Stift bedient? Nee. Folien, Kluftkleber, Mikrofonhalter. Ja, richtig, da müsste ja auch noch ein Mikrofon sein. Wenn das Radio Bluetooth hat, braucht man ja auch ein Mikrofon. Korrekt. So, und hier kommt das eigentliche Bedienfeld von dem Radio.
Das sieht so aus. Warum man das jetzt eigentlich so als wahrscheinlich als Diebstahlschutz rausnehmen war, also sonst macht das ja halt keinen Sinn. Keine Ahnung. On off. Das leuchtet direkt, ne? Ist ja lustig. Aber viel kommt, tut da nichts. Gut, dann werden wir das jetzt erstmal zusammenbauen, sodass man das Radio dann mal ausprobieren kann. Den ganzen Klumpatsch erstmal wieder rein. So, also sprich, hier ist auch nochmal ein USB dran. Hier ist auch nochmal ein USB-Stecker hier hinten. Ach, der wird wahrscheinlich nach vorne geführt. Vermutlich, genau. Hier ist ja so eine Klappe. Ah, und hier liegt ja das Gegenstück. Hier kann man dann schön seinen Stick wahrscheinlich reinlegen, wenn man da Musik drauf hat oder so. Schöne Sache, hat man noch eine schöne Ablage im Auto. Ist auch nicht schlecht. Gut, jetzt käme diese Teil hier irgendwie rein. Bisschen staubig. So, denke ich mal. Und so jetzt wieder raus. Okay. Aber hier ist hier auch ein Mikro dran. Nee, hier gibt es kein Mikro. Okay. Gut, dann jetzt hier diese schöne Stromdöns. Oh Mann, das sind ja wirklich nicht wenig Kabel, wenn man da jetzt ein paar Kabeln hat. Zack. Könnt ihr da hier irgendwas sehen? An dieser Box. Genau. Das wird dann, wie gesagt, diese Kennboss-Geschichte sein. Oder passt das ja nicht? Doch, müsste aber eigentlich passen. Passt auch. Passt hervorragend hier. Also ich denke mal, man kann da nicht allzu viel falsch stecken. Denke ich mir. So. Okay. Ist hier noch irgendwas, wo man da drin stecken könnte? Oder kommt das jetzt hier wieder ins Auto? Aux. Autoradio. Ja, gute Frage. Ah, hier steht irgendwas. Steht Wired Remote. Also hier sind wir mit Fernbedienung. Dann denke mal, dann kommt das hier rein. Dann kriegt ihr wahrscheinlich seinen Strom her. Das könnte eventuell hier nochmal auf die Kiste zu kommen, ein TMC sein für die Navigation. Davon gehe ich jetzt mal fest aus. Also die brauche ich jetzt erstmal nicht zwangsläufig. Was ich brauche, ist natürlich eine GPS-Antenne, weil ohne die haben wir natürlich auch keinen Empfang. Logischerweise. Da ist hier so ein schönes langes Kabel dran. Die GPS-Antenne kommt da hinein. So. Und das ist diese Phantomspeisung für die normale Radioantenne für UKW. Gut, das muss ich jetzt nicht ausprobieren, ob ich hier, ich brauche keinen Radioempfang, wenn ich nur die Navigation ausprobieren möchte. So, jetzt brauche ich aber erstmal einen Adapter, damit ich überhaupt ausprobieren kann, damit ich das Radio erstmal unter Strom setzen kann, sozusagen. Und den muss ich mir jetzt erstmal basteln. Okay. Um das Radio einzubauen, haben wir hier wieder diesen Quadlock, der hier in dem Falle ja extra nochmal ist. Der passt jetzt praktisch in das Gegenstück vom Auto. Da wird der jetzt reingeschoben. Das tun wir jetzt mal. Zack, und dann wird der verriegelt. Und dann ist der dran. Super. Dann brauchen wir die separate GPS-Antenne, weil die originale funktioniert nicht. Dann müssen wir die nehmen, die dabei ist beim Radio. Gut, dann machen wir hier das Radio. Da stecken wir jetzt erstmal die
GPS-Antenne ein. Zack. Brauche ich jetzt diesen Canvas-Adapter? Weiß ich gar nicht genau, ob ich den brauche. Ich werde es mal rin machen. Vielleicht ist es wichtig, vielleicht nicht. Wir machen ihn mal rin. So. Und natürlich brauchen wir ein Antennengedöns, damit wir überhaupt einen Radioempfang haben. Hier gibt es einen passenden Haken für. Dann passt das nur hier. Hier passt das drin, genau. Das ist Radio, das ist ja GPS. Gut. Und das kommt noch hier ran, weil wir brauchen eine Phantomspeisung für die Antenne. Okay. Muss der ganze Kladderadatsch jetzt hier irgendwann nach hinten geschoben werden? Irgendwie muss das alles weg, sonst kriegen wir das Radio nicht rein. Gott sei Dank bauen wir das nicht fest ein, sondern nur mal so versuchsweise. Die Kabel lassen wir jetzt hier mal so hängen. Jetzt keinen Bock, das ganz drin zu bauen. So, dann kommt jetzt das abnehmbare Bedienteil hier rein. Okay, wir werden mal sehen, ob das Radio auch funktioniert. Anjen tut es schon mal. Das ist gut. Das ist off. Aber auch nicht. Das ist Radio. USB. Aux Tuner. Okay. Gut, Radio machen wir mal wieder weg, sonst kriegen wir wieder Copyright-Probleme. Jetzt sehen, die Navigation zeigt jetzt irgendwas an. Das ist schön. Funktioniert soweit gut, aber es hieß ja auch, dass wenn es dunkel wird, dann funktioniert sie nicht mehr. Gut, dann kann ich hier natürlich nicht die Tageszeit beeinflussen, aber wir werden dann gleich mal auf der Strecke Licht anmachen. Vielleicht ist es ja auch so eine Sache, dass wenn das Licht dazu kommt und die Geräte erkennt, darum war ich ja vorhin im Menü, wo da stand, Lichterkennung war aus. Und weiß ich nicht, ob das vielleicht denn, wenn man aufdrückt, wieder ein zeigt, dann ist es aus. Also muss man dann mal kontrollieren. Ich mache jetzt einfach mal das Licht an. Nachtmodus zeigt er uns jetzt auch schon an. Ist dunkler geworden. Aber ich glaube, er navigiert auch noch. Damit hat er also nichts zu tun. Jetzt was von 8 Satelliten. Jetzt hat er dann auch erkannt, dass die Beleuchtung eingeschaltet ist. So, das funktioniert alles. So, mein Fazit zu dem Gerät
ist folgendes. Ich vermute mal, dass das ein Problem der GPS-Antenne ist, wie die im Auto verbaut ist. Mein Bekannter sagte mir, dass er teilweise nur 3 oder 4 Satelliten angezeigt bekommt. Ich hatte jetzt 8, was auch nicht so berauschend ist. Allerdings ist es bei ihm im Auto total tief verbaut, diese Antenne. Und ich denke mal, da reicht es halt aus, wenn er da schon einen schlechten Empfang hat. Ich weiß nicht, ob die auch wirklich fest war. Er hat die relativ leicht rausbekommen, als ich das abgeholt habe, das Gerät. Geht mal davon aus, dass das ein reines Antennenproblem ist. Denn ansonsten läuft das Gerät tadellos. Ich habe jetzt keine Fehler irgendwie feststellen können. Ja, deswegen geht mal davon aus, dass das wirklich nur so ein Problem ist, dass das Gerät nicht wirklich defekt ist. Jo, das war jetzt mein Fazit zu dem Pioneer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.